Willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, genau, erstmal Teabaggen. Ich glaube, Folge 5 wird das jetzt sein. Wir haben für Stone jetzt zumindest einen Bogen hergestellt. Und ja, ein paar Pfeile habe ich abgegeben. So, das habe ich ja nur auf und das auch. Ich weiß jetzt gar nicht, wir haben keine Uhrzeit, ne? Einfach erstmal random töten. So. Nee, man kann das nirgendwo sehen, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal zur Eiche, zum großen Baum zurück. 5 Uhr. Ach, 5 Uhr, wo kann man das denn sehen? In I. Und dann rechts oben. Ah, da, 17:03 Uhr, alles klar. Ja gut, ich weiß nicht, könnten wir eigentlich schlafen? Ich weiß es gar nicht. Nee, wir können erst um 22:28 Uhr. Okay, also. Stoppen wir schaffen. Warte, du meinst doch. Ne? Ja, ich kann das jetzt. Warte, du meinst. Ja, zum großen Baum. Die Explosion sollen wir untersuchen. Wo ist denn der große Baum? Ach, da. Mhm. Warte mal, ich muss was trinken. Ah, wieso? Ich muss auch noch was. Gleich hier ist das Juice. Kann ich das aufnehmen? Das wäre nice. Ich trinke mal hier ein Schlückchen. Jo. Ah, du hast das mit deiner Flasche jetzt aufgenommen? Ja. Nice, aber das kannst du, glaube ich, musst du gleich eh trinken, ne? Ich muss es trinken, aber. Nice Snooter, dude. Wie macht man das? Da. War hier irgendwas Gefährliches? Nee, ne? Ja, warte, hier ist ein Wasserkopf. Warum sind wir eigentlich beim letzten Mal zurückgegangen? War unser Inventar voll? Oh, ja. Ah, da oben. Ah, hier sind wieder. Oh, hier ist eine Höhle übrigens, ne? Vielleicht finden wir da wieder was. Warte mal. Ja, ich habe eine. Eine Schleimpilzfackel habe ich zumindest. Ah, ja, hier. Ah. Ist das ein Ameisenbau? Da kam jetzt eine Ameise raus. Hey there, buddy. What's up? I was talking to the ant, Pete. Oh, yeah, I knew that. Okay. Hey there, buddy. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, Stone. I was talking to the ant, Pete. Ich hoffe, solange wir nichts machen. Okay. Wir sollten eigentlich nur zum Baum. Oh, hier. Was ist das? Oh, shit. Geh weg. Geh zurück. Geh raus. Geh. Wow, die springt hier hoch. Oh, wie bist du da gekommen dann? Ja, wir sind doch hier lang gekommen, oder nicht? Oh, what? Dann bin ich falsch rum. Die kommt. Schlafen die oder was machen die? Die machen nichts. Ja, wir könnten die rauslocken, oder? Ant spotted. Oh shit, jetzt hast du sie alle. Ich brauche ein bisschen. Oh, ein Stamina. Ich habe auch keine Stamina. Oh, shit. Wow. Oh, ich springe. Oh.
Ja, wieso treffen die mich denn? Okay, die Große ist tot, ne? Noch eine. Oh. Wieso kriege ich meine nicht? Oh, oh, was ist denn hier los? Stone. Oh, oh, hey there, ja, wir hauen mal lieber ab hier. I was talking to the ant heap. Ich sehe auch. Stuck here in. Someone help me. Bist du tot? Ja, dead down. Oh, ich, das sind zu viele. Das haben wir auch hier. They came back. Boah! Die haben ja wirklich eine große Range. Ey! Jetzt hab ich zum Gefühl, das ist so was. Warte mal, jetzt blocke ich und dann. Warte, vielleicht komme ich noch. Vielleicht schaffe ich es noch zu dir. Ja, nee. 8 Sekunden. 8 Sekunden? Hm. 2 Sekunden übrig. Zack, komm weg. Ich glaube, mit dem Bogen sind die nicht so gut. Weil du kannst da, glaube ich, nicht blocken. Kann ich mal ein Bandage kaufen? Ganz gut. Jetzt ist meine Fackel schon wieder alle. Ich hab kein Bandage. Warte mal, ich kann mir das fallen lassen vielleicht. Bandage. Hier, ich hab einen fallen lassen. Oh, danke. Ich muss auch einen nehmen. Was für Bandages? Acht. Ja, jetzt wieder. No water filtration tablets needed. Was machen die denn? Essen die da ihre. Okay, jetzt greifen. Ich hab da was. Hier liegen noch gefunden. Deine Pfeile, glaube ich. Wie, was hast du gefunden? Ja, das müssen wir mal analysieren, weil die Pfeile habe ich. Genau, hier liegt auch noch einer. Also, wir gehen am besten nicht da rein. Also, noch nicht. Nee. Ah, hier sind Eicheln. Oh, ist hier oben über uns eine Fliege. Ich ein Oh, shit. Komm schon. Scheiße. Na, komm mal. Komm mal. Ich habe einen abgeschossen. Okay, Fliegenpelz haben wir auch. Warum sind denn hier so viele Fliegen eigentlich? Ach, um das Licht, Stone. Da oben ist Licht und die Insekten werden jetzt zum Licht gezogen. Ja. Stimmt. Okay, das ist nice. Das finde ich auch richtig nice. Und jetzt kannst du die da schön abballern eigentlich, wenn du triffst. Ich treffe anscheinend nicht. Eigentlich muss man das ausnutzen und alle abschlachten hier. Ja. Okay, mit Steine geht das nicht. Oh. Ich sehe das nicht. Da. Ich hab's gehört. Oh. Ah, wo ist sie? Wo ist sie?
Da runter, 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 runter. Er bleibt doch, oder? Oh, 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 oh. Warum müssen die bis da ganz unten rollen? Komm, bleib hängen. Bleib hängen. Bleib hängen. Warte mal, kann ich die eigentlich... Okay. Also das lohnt sich hier, ne? Jetzt habe ich eine geschossen, aber... Oh. Ich höre hier irgendwas unterm Boden, aber ich sehe nichts. Doch, hier, hier, hier. Hast du da eine Schaufel bei? Okay. Ja. Der ist irgendwie hier am Rand. Ist er jetzt weg? Ah, der ist hier, oder? Nee, ich, wo ist der jetzt hin? Ja, doch. Also wie oft die schon von deiner Schaufel einen auf die Fresse bekommen haben, ne? Nee, der ist noch irgendwo hier. Wo ist die Lampe jetzt? Ach, hier, hier ist er, hier ist er, wo ich stehe. Hast du das aufgesammelt? Jo. Alles klar. Wir waren noch ein paar. Weil wir jetzt hier sind. Naja, ich weiß. Nein, es ist so schön dunkel, Mann. Ja, ich weiß nicht, ob ich eine Fackel craften kann. Warte mal, was brauchen wir denn? Ich hab keinen. Fackel. Ah, kein Saft, ne? Mir fehlt nur Saft und Sprössling. Der Sprössling wäre ja nicht das Problem. Ja, ah, hier ist Saft. Ich hab Saft. Okay, ganz schön viel Saft. Jetzt brauche ich nur noch einen Sprössling. Ich höre da noch eine Made. Was ich jetzt sehe, Pfeile? War das die Höhle oder ist das eine andere Höhle? Ey, ich komme hier nicht mehr klar. So, herstellen. Was fehlt mir jetzt noch? Ein grobes Seil. Herstellen. So, ich habe jetzt auch eine Fackel für dich dann. Oh, nice. Weil ich sehe ja ansonsten nichts. So, komm mal her, ich lasse eine fallen. So, wo ist die Fackel denn jetzt? Da. Fallen lassen. Warte. Guck mal, hier ist auch eine Höhle. Ist das die Ameisenhöhle gewesen? Nee, ne? Das war die, nee, das war doch nicht die Ameisenhöhle. Ach, das... Nee, ist gar keine Höhle. Ist nur so ein Durchgang. Nee. Nochmal, ob es... Sehr unter der Erde. Ja, da ist noch eine. Wo ist der jetzt? Nice, die brauchen wir unbedingt. Ja, da brauchen wir ganz viele. Ah, hier ist doch die Tarantula, ne? Ist das sie? Ich meine ja. Ich kann hier nichts sehen. Lass uns nicht mit in der Nacht das machen. Nee, aber ich sehe die auch nicht. Oh, ah, okay. Was ist das denn hier? Sub. Ah, ein Saftklumpen. Schön. Aber hier waren noch die Spiders drunter, oder? Oder war das woanders? Nee, das war woanders. Oh, ich kann den Quarzit.
Warte mal, wie viel Platz habe ich denn noch? Was hatte ich mitgenommen letzte Mal, wenn wir überlegen? Was haben wir unbedingt analysiert? Stimmt, sollten wir jetzt vielleicht noch zur Explosion gehen? Ja. Ist hier noch jemand? Boah, ich höre hier irgendwelche komischen. Ist das nicht, wo die Explosion war? Ja, hier sind wir, ne? Ja. Go home, ne? Oh, da ist was, da ist was. Oh, guck mal. What the hell? Erkunde das Labor ist jetzt eine Aufgabe. Warte, meinst du, komm mal weg. Ja, stimmt. Ich schalte mal auf Speer. Okay. Kommen wir dann noch. Das ist alles, also. Geschrunken? Oder? Geschrumpft, meinst du? Ja. They can't be real. Ah, hier kann man analyse. Nice. Oh, hier ist Rohwissenschaft. I have isolated the source of the particle irregularities. They appear to be a byproduct of the shrinking process. If I adjust the machine to account for their existence, it should be the key to the de-shrinking, expanding process. Burgle, please bring up the readings for the irregular covalent SNPI 42Z particle traces. Ugh, that name is going to get tiresome. And while you're at it, rename all references to the irregular covalent SNPI 42Z particle to raw science. Order received. Raw science identified. Does it require cooking, flipping, or grilling? No, none of those. Categorization. That answer is not permitted, according to health code standards governing the handling of raw food items. Okay. Also hier hat irgendeiner an irgendeinem Entschrumpfungsprozess gearbeitet, oder was? Mhm. Okay. Stopp, ich kann aber jetzt hier nur so einen Ameisenmann dimbeln. Das andere haben wir, glaube ich, schon alles analysiert, oder? Ja. Oh. Weil ich kann nichts mehr analysieren hier. Ey, ich auch. Ja. Ach, da geht's weiter, warte. Hier ist auch noch ein Gerät, aber hat keine Energie, ne? Security Lockdown in effect. Oh, hier ist noch ganz viel Saft. Oh. Wahnsinn. Oh, hier ist Wasser. Oh, nice. Slurp. Kann ich meinen. Ja, guck mal, probier mal, ob du das auffüllen kannst. Nice. Batterie-Backup-Fehler hier. Das. Warte mal, hast du noch zwei von die Food Rope, heißt das? Von dem Seil oder was? Wenn du auf Raft geht, dann bei der Medizinzeichen. Ach so. Dann hast du unter Health zu Drink. Ja, so eine Trinkflasche meinst du? Ja. Dreimal? Ja, ich. Nee, ich habe kein grobes Seil, aber wie viel Seil brauchen wir? Zwei, warte mal. Drei. Habe ich hergestellt. Nice. Füll dein Container auf. Nee, ich brauche noch so ein Madenteil. Hast du die Madenteile? Ja, hier. Ja, die habe ich. Warte, wo sind die? Achso. Ist das? Ja, oh, warte. Trinkflasche. Okay, habe ich hergestellt. Wo ist sie denn? Kannst du in die zweite Bar, wenn du mit Mousewheel scrollst, kannst du da auf. Hä, ich hab die doch hergestellt. Warte mal, ich finde die aber nicht im Inventar. Wo ist die denn? Das ist Madenbraten. Muss ich einmal essen. Just like a fruit pounder. Was ist das? Sprödes Quarzitscheibe? Ah, da ist das Ding. So, und wie mache ich das jetzt? Zack, und dann kann ich da hin. Ach, schöpfen. Nice. Okay, jetzt haben wir. Ja, theoretisch wäre nice, dann mehrere Trinkflaschen zu haben hinterher, ne? Mhm.
Weil es ist mal gut, dass wir schon beide eins haben. Hier können wir nicht rein. Hier ist irgendein biometrischer Zugriff. Hilf Burgle beim Aufstellen. Okay. Ich helfe ihm gerade. Manager for this project. I am also a robot. I am sure this all must be very disorienting for you, but hopefully I can explain. I suspect you were miniaturized by Dr. Tully's spacer device. Okay, ich habe jetzt gerade angefangen mit ihm zu reden. Ich vermute, dass du von Dr. Tullys Space Air Gerät verkleinert wurdest. Why are you here in the yard? I do not know. In fact, I cannot seem to recall much of anything. Jetzt fragt er, warum bist du hier im Garten? Ich weiß es nicht. Eigentlich kann ich mich kaum an etwas erinnern. A recent power surge has caused a massive raw science containment explosion. This lab, as you can see, is a disaster. Okay, das Labor ist wegen der Explosion ein Desaster, ne? The explosion has disrupted my computing power. My memory banks are corrupted. Hörst du eigentlich, was er labert? Ja. Sorry to pile on the bad news, my new friend. How can I be of service? Okay, jetzt kann ich fragen, wo bin ich? Wie kommt es, dass ich mich an nichts erinnern kann? Ich frage erstmal, wo bin ich? You are here, in the Oak Lab, built and used by Dr. Wendell Tully to experiment on all things small. This is the base of operations for conducting experiments in his yard. So, jetzt kann ich fragen, wer ist Dr. Wendell Tully? Dr. Tully is a brilliant scientist and inventor. He is also my creator. My initial protocol was to serve as the short-order cook of the future. However, I have been recently promoted to acting science manager to assist with his experiments. No doubt my previous work experience has been invaluable to Dr. Tully. Although, now that I am processing it, I have not seen him for several weeks. And now I cannot recall where he went. It must be my corrupted memory banks. Okay, jetzt frage ich noch, warum kann ich mich an nichts erinnern? It seems you and I are both a little discombobulated. Given my best calculations, your biomass has been subject to covalent spacing reduction via interatomic energy extraction. In other words, you have been shrunk. It is likely this was achieved using Dr. Wendell Tully's spacer platform, patent pending. Shrinking can be a traumatic experience for tiny human brains. And memory loss is a known side effect. Hopefully your memory will return in time. Jetzt kann ich nur noch fragen, wie komme ich nach Hause? To return to your prior size, you would need to successfully activate Dr. Tully's spacer platform. Unfortunately, my readings indicate it is inoperable. It appears to have suffered several malfunctions from the explosion. I am sorry, but it appears you may be stranded here for some time until we find a solution. Okay, jetzt kann ich fragen, wie wir diesen Space A reparieren können. Haha, that is a great idea. Let me run a full diagnostic scan on it and see what we need to do to get it fixed up. Processing. Memory fault. Code 408B3000. Dominant OS script runtime error. Arg. I am sorry again. It appears I have sustained more damage to my memory chips than expected. Without those memories, I do not know how to repair the spacer. Speicherchips? Dr. Tully used two types of chips to back up my memory. Okay. Auxiliary chips are small capacity chips used to store project data. If you find these, I should be able to help you learn new survival recipes. Super chips are special, and they are gold. They back up full directories of my memory system. If we are going to fix the spacer, that data is bound to be on a super chip. I suggest exploring the other labs in the backyard. Return with any memory chips you find. Dr. Tully has built many more labs throughout the yard. Each lab is used for various experimental procedures. Da hört ja gar nicht mehr auf zu reden. I can upload their locations to your scanner. Stand by. Processing. Oh, processing. Kommen die Locations? Nee. Error. Files not found. Code
632C404. Cheese and fries! The lab locations are missing from my memory banks too! But we are in luck! I was able to retrieve the location of one of the facilities, the Hedge Lab. The Hedge Lab is the observation center of the ARC and used for research on arachnid webbing. Spinnenfäden, oh, das hört sich nicht gut an. The hedge near the house if you head southeast. The lab is located deep inside the hedge. Sending the coordinates to your scabby. Try to find the hedge lab first, but there is nothing stopping you from searching the yard for the other labs. Except, of course, thousands of angry, hungry insects. That reminds me, Dr. Tully locks the important labs with biometric scanners. You will need access for any chance of success. Head over to the ASL terminal and place your hand on the biometric scanner near it. Give it a moment to sync your signature into the mainframe. Once you are registered, you will be granted access to the ASL network of computers too. ASL grants access to daily work items, nay, tasks, nay, quests, yes, quests. I will reward you raw science for each completed quest. In my science shop, you can trade raw science back for survival recipes from experiments that Wendell conducted when he was first exploring the yard. Log on to the ASL terminal over there and see what is available. Unless you have any other questions, you should get started finding those chips and try not to die out there. Nee, das geht noch. Have an exponentially great day. Jetzt aber, jetzt ist das vorbei. Use the biometric. Ne, ich glaube, das ist hier hinten. Hier. Oh, warte. Oh. Science. Oh, ich habe ein Tape. Ja, okay. Das Tape hören wir uns lieber gleich an. Guck mal, ob du das auch machen musst. Oh. Oh, Science Shop. Super duper. Quests. Oh, hier sind Seile. Oh, warte. Man kann ein Station kaufen. Multi-Storage. Mhm. Schalte die Schmiede frei, gib pure Wissenschaft im Wissenschaftsshop aus. Also. Das machst du gerade, ne? Hier. Oh, purchase an upgrade. Ja. In the science shop. Ich kauf mal das. Was kaufst du? Smithing Station? Hat er das jetzt gemacht? Ja. Keine Ahnung. Craft Whetstones. Achso, ich geh mal um ran. Achso. Science Shop Berg L Quests. Aha. Laden. Ah, okay. Ah, okay. Also wir könnten. Wir haben 3000 Punkte, ne? Hast du schon was gekauft? Ich hab schon das erste Smithing Station oder so. Crafting. Etwas mit Crafting. Ah, okay. Schildersatz Mai. Mhm. Mehrgeschossige Basen. Kiesel in der Brandung. Was heißt das? Ein halber solider Boden kann man auch als halbe Decke nutzen. Ein solider Boden? Ja doch, wir brauchen mehrgeschossige Basen. Dann haben wir, dann können wir ein Dach bauen, ne? Okay. Muss hier am Blau jetzt ein Supercard sein? Oder irre. Warte. Ja, komm. Oder Kieselchen Fundament, das könnten wir vielleicht auch mal machen. Okay. Oh. Wie viel Raw Science haben wir denn jetzt gerade noch? 370. Müssen wir hier die Quests kaufen oder was? Oder kriegen wir dafür? Ach, Belohnung 250. So, Handwerker, Reparaturwerkzeug herstellen, Reparaturwerkzeug 0 von 1. Ich nehme mal ein paar Quests an, ne? Ja. So, ich habe die Quest angenommen.
So, und jetzt müssten wir auch ein Dach kaufen. Ja, hier hatte ich geguckt. Hier brauchen wir Assistant Manager Card oder so, ne? Hier, wo war das denn? Hier, Assistant Manager Schlüsselkarte brauchen wir hierfür. Hier hinten können wir mal rein. Ja, hier kommen wir, weil wir sind hier angefangen. Ach so, okay. Ach stopp, da war doch noch so ein Tape. Wo war das jetzt? Sprössling, Dreiecksboden, Grasboden. Ah. Oh, hier können wir jetzt einfach. Ach, da geht's jetzt rein. Warte mal, ich hol mal eben kurz die Kassette. Wo war die? Boah, was wir jetzt alles bauen können, ne? One success after another. I have returned Burgle to his original size. It appears that my new raw science containment field is working at 99% effectiveness. 98.5%. Right, Burgle, right. However, as Burgle indicates, there is some minor insignificant raw science leakage. A note for another time. Noted. But I see no reason to put off a human trial. I believe there should be no issues. But, audentes fortuna juat, I am ready to prove my creation's full potential. End recording. Ist das da hinten ein Zahn? I'd like to record some messages for my family, in case things do not go as planned. Okay. Du hast ein... Was? Joghurt Milchmolar Calcium-Kautablette gefunden. Schlürfe diese mit vitaminversetzten Brei, um noch stärker zu werden. Kau dein Calcium. Ja, aber wir können den nicht abbauen. Jetzt kannst du die Kassette aufnehmen. Ja? Oder? This morning I installed the borrowed lab modules. Another one of my forgotten inventions from the early days. I had such grand notions back then. The Kinder Science Mini Quick Little Chemist Lab Educational Toy for Children. But no, Wendell, we can't possibly put hydrochloric acid into the hands of children. The lawyers will never agree. It's a good thing I never told them about the Bunsen burners. Odd that Ominent has been using my toy pieces in this way. I digress. The lab network is now up and running in the backyard. I'm planning to dedicate each one of them to a different function. Main power will run through here, the oak lab, as the center of operations for the backyard. The second lab is nestled into the hedge. Such wonderful views from up there. Side note, I'm worried that Ominent's shoddy manufacturing of the lab pieces will cause them to fall apart over time, but they will do for now. Okay, also er hat eigentlich über die Labore gesprochen, wo die welche zu finden sind. Wir müssen ja eh zur Hecken... zum Heckenlabor. Ich frage mich, ob man... Ach, das ist Wasser unten. Da ist Wasser. Und da ist auch noch Raw Science. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob man wieder hochkommt. Ah, da unten... Sieht der, als ob es noch weiter nach unten geht. Nun, ich weiß nicht, wohin es da geht. Alright, Shadows. What you got now? Ich glaube, ich will das gar nicht wissen. Das ist bestimmt der Ameisenbau hier, oder? Geht es hier? Eigentlich müssen wir nach Hause. Und das kann irgendwo ist eine große. Komm weg. Da kommen die großen Ameisen. Ich bin runtergefallen. Oh nein. Nein. Nein, oh, das ist nicht gut. Wie sieht's bei dir da jetzt aus? Ich komme hier nicht weg, ohne ihn zu killen. Kannst du mal ein Bandage kaufen? Ja, warte mal, ich muss weg, da ist eine Ameise. Ich töte gerade so eine Ameise. Ja. Ich bin da runtergeklitscht. Oh, warte, er geht weg. Und du? Er ist weg.
Zumindest er läuft da aber. Warte, er kommt jetzt hoch, glaube ich. Ja. Nee, er schafft das nicht. 15 Sekunden. Warte. Someone help me! 10. Pass auf. Nee, ich schaff das nicht. Nein, nein. Geh weg, geh weg. Nee, nein, nein, nein. Hey. Oh. Was ist Respawn at Kit? Als Field Station? Oh, whoa, whoa, whoa. Ich mach mal Respawn. Ja, mach mal Respawn. Scheiße, Alman. Scheiße, ist weg. Es ist zumindest tagsüber jetzt. Nein, das ist schön. Robuster Marmor. Sind meine Pfeile weg? Ja, nein. Wie komme ich jetzt hier hoch? Weiß man, kann man das? Da oben war ein Zahn, den konnte man bestimmt abbauen. Scheiße, kann ich hier was bauen? Oh Mann. Shit, 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 shit. So, halbes Fundament. Ich habe aber jetzt kein Lehm bei, ne? Schade. Warte mal, es ging doch auch Kieselchen, ne? Halbes. Standort versperrt. Keine Landrechte. Also ich kann hier nichts hinbauen. Scheiße. Hey, Mr. Ant. Warte, wo ging das auch wieder rein? Hier war die Lampe. Hier. Oh, oh. Oh ne, da sind... Oh, ich habe die Spider gefunden. Ach, jetzt hat... Ja, die Spider sind jetzt da. Ich besuche jetzt meinen Rucksack, aber die wird nicht angezeigt. Ciao, damn. Ja, ich komme nicht hoch. Du bist jetzt auf dem Weg hierhin, ne? Ja, ich versuche. Der Eingang zu finden. Oh, spröde Marmorscherbe. Ah, alles klar. Ist ein bisschen komisch, weiter weg. Sehr, wo geht das hier? Wo ist jetzt mein Rucksack? Scheiße, ich komme nicht hoch. Dann müssen wir uns irgendwie durch den Ameisenbau durchrennen oder so. Weil wir kommen hier nicht hoch. Kann ich die Aufgaben eigentlich irgendwie... Kann ich die auch ausblenden? Ich versuche die richtige Eingang zu finden. Ich komme aber immer bei der Arachnophobia aus. Ja, aber genau, da in dieser Cave, glaube ich, die ist da unter dem Baum, ne? Mhm. Da war rein und dann hinten nach rechts halten, aber hinten. Da war doch dann so lila von der Explosionsspuren und genau da unter so einem Blatt ist der Eingang. Da doch nichts vorbei, weil jetzt sind die da. Oder warte. Ja. Okay, wo kann ich eigentlich eine herstellen?
Kraft der Ameise in deiner Hand. Wenn du das trinkst, kannst du gleich mehr schleppen. Ah, okay. Pilzbrei, alles klar. Kann ich denn jetzt eine Schaufel machen? Wo ist die denn? Ton, das können wir, glaube ich, zu Hause machen. So, jetzt bin ich wieder im Labor. Ja gut, dann würde ich auch sagen, dann machen wir Ende erstmal mit Folge, sobald du da bist, Ende mit Folge 5. Ist ja einiges passiert. Wir haben das Labor, also unser erstes Labor gefunden. Anscheinend spielt hier irgend so ein Wissenschaftler mit, ich weiß nicht, vielleicht wurde der auch geschrumpft, weil er an so einer Entschrumpfung arbeitet oder so, ich weiß es ja nicht. Und wir haben erfahren, dass es hier noch mehrere Labore gibt. Also wir sind gespannt, nur müssen wir erstmal lebend hier aus diesem Ameisenbau rauskommen. By the power of Helion, Champion of the Sun. Dein Rucksack ist hier. So, okay, dann machen wir erstmal Folge Ende mit Folge 5 war das, ne? Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.